Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Company Fuse 2. Weiter geht's mit Kriegsschauplätzen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Operation Barbarossa. Am 22. Juni starteten die Deutschen ihre Invasion der Sowjetunion. Unter dem Decknamen Operation Barbarossa wurden 4 Millionen Soldaten der Achsenmächte eingesetzt. Die Sowjets versammelten all ihre Ressourcen, um schon zurückzuhalten. So, empfohlene Bewaffnung. Von mir aus würde ich sagen, tun wir jetzt hier jeden Einsatz nacheinander durchmachen. Angefangen bei Koop-Szenarios. Panzerschlacht bei Brody. Spielen Sie mit einem Koop-Verbündeten um kritische Stellung 4 Tage und Nächte lang trotz intensiver deutscher Panzerangriffe zu halten. Dubno Lutz, Brody, Ukraine, UdSSR. Später Juni 1941. Es sind die ersten Tage der deutschen Invasion der Sowjetunion. Die Heeresgruppe Süd der Wehrmacht rückt bis in die Ukraine vor und überwältigt dabei die Streitkräfte der Roten Armee. Feldmarschall Kleist, Panzergruppe 1, dringt über den Fluss Bug nach Kiew vor. 6 verschiedene mechanisierte Korps der Roten Armee wurden mobilisiert, um in der Nähe der Stadt Dubno-Lutz-Brody einen Gegenangriff zu stoppen. Die folgenden Panzer müssen aufgehalten werden, um jeden Preis. Und dann... So, das wird's sein. Auf geht's. Das sind alle nur Standards. Ich habe Chance zu gewinnen. Einsatzziele. Halten Sie die Siegmang auf der Karte für 4 Tage und Nächte, um den Sieg zu ringen. Nähere Seite hat einen Siegmang-Ticker erreicht, der den Wert 0 ist der Einsatz gescheitert. Sonderbedingungen. Sie können bei Anbruch der Tage 2, 3 und 4 kostenlos Panzerverstärkung anfordern. Wenn Sie abwarten, um mittlere und schwere Panzer in späteren Tagen anzufordern, erhalten Sie als Belohnung Bonuspanzer. Beide Seiten beginnen mit umfangreichen Streitkräften und können alle Einheiten bauen, die 1941 verfügbar waren. Panzerschlacht bei Brody. Das wird interessant. Die deutschen Invasoren sind hier, Genossen. Es ist unsere Pflicht, die Deutschen abzuwehren. In der Nähe gibt es mehrere strategisch wichtige Orte. Wenn wir die nicht halten, werden wir die Deutschen nicht aufhalten können. Also ganz theoretisch ist es ja klug, sich komplett zum ersten Punkt zu ziehen, ne? Sie müssen den Bereich 4 Tage und Nächte halten. Bei jedem Tagesanbruch können Sie mit Verstärkung rechnen. Das ist ja auch schön. Weil wie war es, wenn ich keine Panzer produziere, ne? Bis zum 4. Tag. Hab schon Vorteil. Da ist der Punkt, den ich suche. Ich brauche Panzerabwehr. Der Feind nimmt sich, was wir gesichert haben. Deswegen ja. Und das ist unser Siegmarken-Ticker. Das hab ich schon. Feindliche Streitkräfte versuchen unser Territorium zu erobern. Ich hoffe, dass die Panzerung hält. Dann mach die fertig. Muss ich ein schönes Panzerabwehrkanone, obwohl die noch keinen Panzer haben anscheinend. Jetzt nicht einfach den Punkt erstmal wieder, ne? Nur ist die nächste Panzerhaubitze, weil es heißt ja Panzerkampf. In meinen Augen heißt es, dass wir an Panzer kommen. So, dann am besten im G-Trupp. Dann würde ich gerne die 2 Rekrutentrupps nehmen. Würde sie die machen und ziehe die beiden jetzt hier rüber nach links. Damit wir mehr Dings kriegen. Feldkanone bereit. So. Leute, wir müssen diese Stelle sichern. Okay, du musst genau unten. Genau das, was ich dachte. Schwerer MG-Trupp bereit für den Kampf. Okay. Komm, schieß das Ding weg. Schieß weg. Was können wir?
auch mit dir. Ich würde dich mit oben haben. So. Hoch da. Ein bisschen übertrieben, dass sie einfach durchfahren. Der Feind hat noch einen Infanterietrupp getötet. Gardeschützen-Infanterietrupps können nun angefordert werden, um für das Vaterland zu kämpfen. Ein Infanterietrupp wurde getötet. Tod statt Rückzug. Das ist doch ziemlich hart. Nun kann ich eher den Panzer aufbieten. Das meine ich scheißegal gerade in dem Moment. Ich und der Typ handeln schon mal gleich. Die Mechaniker brauchst du schnell möglich oben, und das geil wird. Sollst dich drehen, du Papp. Da freue ich mich noch einen Rekrut-Trupp an. Unterstützen. Den Partner allein lassen. Ach du Scheiße. Den Panzer nicht erleben lassen zu ihnen, Unterstützung. Guten bitte nach oben. Bitte zurückrollen. Taktische Unterstützung geben. Dann versucht das hier oben zu halten, ne? Das bringt mir nicht so sehr. Aufklärungsflugzeug vollgetankt. Durch runterheilen. Tarnung für den Hinterhalt jetzt verfügbar. KW 1 hier. Wir haben ein Problem. Problematisch ist es, dass wir von da oben nicht rauskommen. Frische Gardetruppen stehen bereit. Die Garde muss das da oben reißen, da hole ich mir schon mal nochmal Panzerunterstützung hier hoch. Sollen wir etwas bauen? Ja, dann sitzen wir auf jeden Fall hier oben fest, ne? Pistoren, ja, jetzt den. Seid Gardeschützen, mein Gott. Aber fehlt jetzt nicht, Wichser. Feindliche Streitkräfte neutralisieren einen Sektor. Was muss getan werden? Ein Sektor wurde abgeschnitten. So. Sollen wir etwas bauen? Ziel bestätigt. Panzerabwehr hier. Und auf jeden Fall auf die erste Unterstützung warten, die kommt. Wird erledigt. Da. Ich verschieße das Ding. Volle Kanne drauf. Das Ding muss weg. Gut gemacht. Nur das hier machen.
Und dass der Panzer in mein Lager einrückt, hätte ich nicht gedacht. Okay. Unterstützung. Es kommt Unterstützung angerollt, das ist gut. Sollen wir etwas sprengen? Wir haben nun Zugang zu weiteren Schlachtfeldoptionen. Ab wann waren die Bonus-Sachen? Naja. Ich brauche leichte Unterstützung. Ja, drüben. Drehen. Tun sie nicht. Das holen wir uns zurück. Und das hier oben ist noch relativ safe. Ach, alles gut. Noch stehen wir. Das ist ein Vorteil, den wir nutzen müssen. Zu greifen lagern ist mir aufgefallen. Sowjetterritorium vergrößert. Okay, die haben sich den Panzer gesnackt. Was mir aber lieber ist, sind Truppen, die sich da oben verbinden. Wir brauchen hier unten noch Mechaniker. Und halt den Panzer. Ja, das war ich mir dachte. Deswegen hab ich hier die leichte Unterstützung geholt. Für die Infanterie. Jetzt geh ich wieder ein paar schneller. Soll stehen bleiben, das scheiß Ding. Aber hier das scheiß Ding. So, ich helfe dir und du hilfst mir, also das typische Prinzip. Ich bin der Meinung, bei uns werden die ähnlich, weil die sind, sagen wir mal, aktiver im Umlaufen. Die fahren hier überall rum, deswegen bin ich der Meinung, wenn ich ihnen Heilunterstützung geben kann, dann gebe ich ihnen die. Dann gehe ich schon hier hoch. Dann gibt es schon welche. Brauchen die. Mehr denn je. So, die Sonne ist untergegangen. Er fährt weg. Okay, keine Unterstützung. Ich kann nicht durch die Gegend rennen, das ist unmöglich. Ich kann nur bloß in eine bestimmte Reichweite gehen und helfen.
obwohl ihnen da oben schon gerne helfen. Gas. Gas. Das ist sehr außen. Die Hälfte den Typen hier oben. Gehst bitte mit. Wir haben schon einen Verbündeten. Natürlich hier oben haben halt Ryan als. Alles Gute, kommt von der Schützung. Sollst helfen. Was? Abwehrtrupps wurde neutralisiert. Warte, ist allein der Machen. Mehr Rekruten. Ich brauche um was, dass es wieder besetzt, was Schrott ist. Der Feind hat einen unserer Panzerabwehrtrupps ausgeschaltet. Wir haben die Stelle. Scheiße. Gut, dass die Zwerge geschoben ab. Brauche ich ja noch mehr Rekruten. Frische Rekruten sind eingetroffen. Wir wollen schon 30 und zurückfahren. Ihr seid ja da, gut mitnehmen. Bitte mit dem verbinden erstmal. Wir brauchen die Pioniere ganz dringend. Mit dem da verbinden. Zurück zum Lager. Du musst auf jeden Fall da aufschießen. Die haben beide Säule was. Vielleicht hast du mit dem schweren Panzer. Die uns helfen, haben wir da Glück. Darüber habe ich keine Bestimmung. Sollen wir etwas? Eine tapfere Infanterieeinheit hat das ultimative Opfer gebracht. Wir sind von Tag 2 zu Tag 3, also wir haben wir Tag 3. Starke Verluste da oben. Wir haben unsere Reparateure da oben verloren. Scheiße. Ist auch ein Problem. Okay, ich brauche schwere Unterstützung. Erstmal hier hin, wir haben noch paar Probleme. Wenn ich das produziere, dann sind das ab sofort mechaniger. Hallo, ja. Alle, das jetzt anrücken, bitte. Schwerer Panzer. Bitte vorrücken. Pioniere einsatzbereit. Sollen wir etwas bauen? Feindliche Panzergleiter! Pioniere auf dem Weg. Und die Unterstützung per Reparateure. Egal. Verrücken. Heilen. Reparier das Ding so schnell wie möglich. T-34,
ein bisschen aggressives Sichtfeld oben haben. Den wollen wir uns absnecken. So, das safe sein. Du gehst da hoch, wa? Ich brauche Rekruten da oben. Ersetzen der Panzerdinger. Ich ersetzen also unterstützen. Das ist natürlich irgendwie Unterstützung zu geben. Da oben. Heil den mal hier. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Fährst mal hier hoch. Die Rekruten müssen auch hoch. Sollen wir brechen auf? Ich kann das hier rüber geht. Ihr macht den da, ihr habt doch nichts gefunden. Unser Panzer. Okay, ihr seid endlich da. Verbinden. Ihr ersetzt jene, die ein frühzeitiges Ende erreichen können. Hier sind Reparaturen nötig. Da, Genosse. Das haben die relativ hohe Dings wieder. Der Panzer rollt hoch. Du gehst bitte hier auf Position. Du heil mal schnell den da. Lustig, dass die Pioniere immer noch nicht oben angekommen sind, ne? Okay, Sonnenaufgang. Da, drehen. Damit Falschstörern umgepusht. Der Feind hat einen unserer Panzerabwehrturms ausgeschaltet. Hoch da. So heil den ja. Wir haben eines unserer Panzerfahrzeuge verloren. Also auf jeden Fall hier oben brauche ich so viel Unterstützung wie möglich. Das da oben geht nicht gut aus. Das war ich hoch mit dir. Nicht zurückfallen, Jungs. Nicht zurückfallen. Andere Unterstützungsfahrzeuge.
unterstützen, komm. Angriff. Zurück. Ja, schön. Zurückziehen. Zurückziehen. Mit allem, was ihr habt. Zurück. Jetzt können wir noch genau das, was ich finde. Scheiße, das haben wir verloren. Den anderen. Ich will dich oben haben. Scheiße, wir haben Leute verloren, wir müssen weg da. Ganz runter. Er entkommt nicht. Hochrücken, mit allem was ihr habt. Den Panzer hat überlebt. Haben wir hier noch? Wollen wir noch was unterstützen? Da oben leider. Der hier, der. Hilft dem. Brauchen einen Haufen Pioniere, nur Pioniere. Auf jeden Fall nur eine Panzerschlacht. Angriff. Angriff. Geil, was ihr habt. Von hinten. Pioniere stehen bereit. Helft dem. Helft dem. Geht hier hoch. Zurück. Ja. Wieder hochholen. Ja, hoch mit dir. Da hoch. Pioniere einsatzbereit. Auch da hoch. Los, verschieß das Ding.
Alles klar. Uiuiui. Ja, heilen. 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 Unterstützt die. So, dass ich hier rein schießen kann, dann mal schaffen. Leute. Alles, was reparieren kann, muss hier hoch. Möchte mal hier an hier. Die kommen hier oben. Jo. Alles, was für den Krieg bereit ist, muss hier hoch. Das heißt, dauerhaftes Durchheilen. Nur hier hoch an die Front zu fahren. Der ist fertig. Oh, mit dir. Du heil den. Du heil den. Meiner im Kampf bereit. Du heil den da. Wir haben Verluste zu große für den. Wir fahren an. Ganz gleich geschafft, glaube ich. Wir sind ziemlich nah dran, es zu schaffen. Deswegen Unterstützung hier oben. Unterstützung hier unten. Komm hier runter, du komm hier runter, du heilst den. Schön durchheilen, immer weiter, weiter, weiter. Einfach bloß standhalten. Heil den hier, bleib hier stehen. Ach du Scheiße, sind das hohe Verluste. Überleben das, glaube ich. Überleben das. Luftschlag wurde autorisiert. Ich komme. Pioniertruppen. Oben leben nicht mehr viele Pioniere. Deswegen. Ich bin der Meinung, wir haben es geschafft. Die großen fetten Panzer, ja den ja. Wir haben es geschafft. Die konnten den Vorstoß der 1. Panzerdivision durch die Ukraine entschärfen. Die Rote Armee bewies, dass ihre T-34 und KW-1 den deutschen Panzern etwas entgegensetzen konnten. Ja, da geschafft. Ein glorreicher Sieg, Genosse. Das ist geil. Dann kriegt man irgendwas geschenkt, was ich gar nicht brauche. Cool.
Okay, hat sich erledigt. Okay, ich würde sagen, wir haben da erstmal die Folge von Company of Heroes 2, wenn euch die Schlacht gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.